Millionen Jahre sind seit dem Aussterben der Dinosaurier vergangen. In dieser Zeit entwickelten sich kleinere Tiere, darunter auch kleine Säugetiere, deren Zahl und Artenvielfalt allmählich zunahm, bis sie im Miozän zur vorherrschenden Tiergruppe wurden und sich dank der klimatischen Veränderungen stark diversifizierten. Der Planet Erde verändert weiterhin sein Aussehen, da die Kontinente in ihre heutige Position driften, wobei sich Afrika, die arabische Halbinsel und Indien in dieser Zeit weiter nach Nordwesten bewegen. Im Laufe der Zeit kam es zunächst zu einer globalen Abkühlung, die die Fähigkeit der Atmosphäre zur Feuchtigkeitsaufnahme verringerte, was eine zunehmende Trockenheit zur Folge hatte. Der Planet Erde erfährt allmählich einen allgemeinen Temperaturanstieg von bis zu 5 Grad Celsius über, ein Phänomen, das als miozänes Klimaoptimum bekannt ist. Afrika spaltet sich in zwei Hälften, wodurch die Fauna des Kontinents isoliert wird und neben vielen anderen Tieren auch die Affen unter den Folgen der Naturkatastrophe leiden. Der große Grabenbruch beginnt sich zu bilden, und im westlichen Teil dieses Bruchs entsteht ein hunderte von Kilometern langer Gebirgszug, der die feuchten Strömungen des Indischen Ozeans am Durchgang hindert, so dass die Regenfälle das Innere des Kontinents nicht erreichen. Das obere Miozän verursachte den Rückgang der tropischen Regenwälder in der gesamten Region, was auch zu einem erheblichen Rückgang der Wälder führte, da die Niederschläge immer knapper wurden. Diese neuen klimatologischen und orographischen Bedingungen werden sich erheblich auf die Ökosysteme und damit auf das Leben auf der Westseite auswirken, wo die Tierwelt dieses Gebiets in zwei Gruppen unterteilt ist, die Savannenbewohner und die Waldbewohner, mit völlig unterschiedlichen Bedingungen und Anpassungsstrategien. Die Savannenbewohner leiden unter dem Verlust der Baumumgebung, in der sie sich entwickelt haben und die ihnen Schutz und leichte Nahrung bot, was den Lebensstress erhöht. Ebenso wie die Tiere mussten sich auch die Pflanzen an diese Veränderungen anpassen, und es ist wichtig festzustellen, dass trotz des Verschwindens einiger Arten ein großer Teil der Tiere und Pflanzen des Miozäns heute noch existiert. In diesem Zusammenhang begann vor etwa 10 Millionen Jahren ein seltsames Säugetier, das wir als gemeinsamen Vorfahren bezeichnen und das in den Bäumen lebte, auf einfache Weise und durch kurze Reisen auf den Boden hin abzusteigen, um ein neues Territorium zu erkunden, was im Laufe von Millionen von Jahren den Beginn einer allmählichen Evolution markieren sollte. Unsere Geschichte beginnt vor 7 bis 6 Millionen Jahren mit dem Praeaustralopithecus, den ersten Hominiden in unserem Stammbaum als Gattung.